Moin zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil der letzten Random Genetics Challenge von den Sims 4. Ja, worum geht es genau? Wie schon gesagt, es geht wieder um eine Genetics Challenge, beziehungsweise in diesem Fall um den zweiten Teil zu einem Part, den ich bereits gemacht habe. Vorher aber bewertet gerne das Video, lasst mir ein Abo da und aktiviert auch das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und an dieser Stelle würde ich sagen, danke und viel Spaß! Wer von euch die Random Genetics Challenge nicht kennt, dafür haben wir hier diesen lieben Sim und werden gleich überall diese Würfelchen benutzen. Hier unten gibt es schon einen Sim, nämlich den Yannick. Wie der aber aussieht, werde ich euch erst am Ende des Videos zeigen, wenn wir aus Yannick und diesem Mädel hier ein Baby zaubern. Aber dafür müssen wir erstmal wissen, wie die Gute heißt. Los geht's. 1, 2, 3. Na, den dritten hat er irgendwie nicht genommen. Okay, mein Spiel hängt. Jetzt haben wir es. Kleiner Fehler, keine Ahnung warum. Anita. Anita? Annie, Anita. Okay, Anita. 1, 2, 3, Bauer. Noch nie gehört den Namen. Los geht's, würde ich sagen. Wir fangen an mit der Hautfarbe. 1, 2, 3. Okay. Und die Körperform. 1, 2, 3. Wir entfernen erstmal die Haare und machen ein zufälliges Gesicht. 1, 2, 3. Damit wir eine Grundlage haben. Hautdetails lassen wir weg, aber die Zähne können wir machen. 1, 2, 3. Diese ganzen Hautdetails lassen wir weg. Das finde ich nicht so doll. Und wisst ihr was? Wir nehmen auch den Schmuck weg. Ohne Accessoires ist es so doch ein bisschen besser. Das Make-up lassen wir auch erstmal weg. Das generieren wir nachher. Die Kopfform. 1, 2, 3. Die Augenbrauen nehmen wir mal raus. 1, 2, 3. Augen. 1, 2, 3. Nase. 1, 2, 3. Die Wangen. 1, 2, 3. Kiefer. 1, 2, 3. Kinn. 1, 2, 3. Und die Lippen. 1, 2, 3. Und die Ohren zu guter Letzt. 1, 2, 3. Oh, habe ich ein Glück heute. Wow. Okay. Liebe Anetta, du sollst natürlich wieder Haare bekommen. Für die, die den ersten Part noch nicht gesehen haben oder es vielleicht auch schon wieder vergessen haben sollten, kann ja sein. Wenn ich hier oben das Geschlecht wie gewohnt rausnehme, gibt es eine Frisur für alle Outfits, um nicht zu viel Wusel da reinzukriegen. Wenn ich es aber mit Geschlechtsmerkmal mache, so wie jetzt in dem Fall, dann gibt es für jedes Outfit hier oben eine neue Frisur. Und damit geht's los. Wir schauen mal, was kriegt die gute Anetta für Haare. 1, 2, 3. Hey, passt besonders gut zu der Augenfarbe. Gut, sie hat ein Ganzkörper-Outfit als Alltagskleidung. Also würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wir schauen mal. 1, 2, 3. Passt. Business-Look. Mag ich. Schuhe. 1, 2, 3. Ja. Das ist weird. So, was ich aber auch gesehen habe bei der lieben Vixella, von der ich mir diese Challenge ein bisschen abgeguckt habe. Hier unten haben wir die Möglichkeit, das Make-up zu generieren. Und genau das werden wir tun. Los geht's. 1, 2, 3. Okay, das Braun geht einfach mal gar nicht. Okay, wisst ihr was? Gute Frau braucht ein paar Wimpern. Das sieht einfach besser aus. Doch, jetzt ist zwar das Braune weg, aber ihr müsst es mir verzeihen. Bei allem, was man jetzt sagen könnte, dass das geschummelt ist, hat sie Handschuhe an? What? Warum hat sie Handschuhe an? Nein, sorry. Nein, 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 nein. Das sieht ja... Nein. Abendkleidung. Das ist ein Zweiteiler. Wir nehmen den raus. Und 1, 2, 3. Obenrum und untenrum. 1, 2, 3. Und Schuhe. 1, 2, 3. Okay, das ist jetzt nicht wirklich Ausgekleidung. Ihre Haare. 1, 2, 3. Broken Custom Content. Oh, okay. Die Haare hatte ich, glaube ich, noch nie. Und wir generieren wieder das Make-up. 1, 2, 3. Was zum Teufel ist da denn passiert? What? Was bitte ist das für ein Make-up? Okay, wow, das sieht einfach nur seltsam aus. Sportkleidung. Es ist schon wieder eine Kombination, also machen wir das natürlich auch. 1, 2, 3. Vielleicht ist sie Schwimmerin. Kann ja sein. 1, 2, 3. Und das sind die Schuhe, um vom Beckenrand zu Beckenrand zu kommen. Die Haare. 1, 2, 3. Das ist eine sportliche Frisur. Make-up. 1, 2, 3. Relativ schlicht. Nachtwäsche. 1, 2, 3. Also so hier, ja, hier, nein. Hat aber den Vorteil, egal was für Schuhe sie kriegt, wir sehen es nicht. 1, 2, 3. Wisst ihr, wenn das jetzt keine Nachtwäsche wäre? Ich meine, die Farbe passt ja eindeutig, ne? Haare zum Schlafen. 1, 2, 3. Klar, Mädel, irgendwas, hast du irgendwas nicht mitgekriegt? 1, 2, 3. Ausgekleidung. Jetzt geht's los. Und schon wieder eine Kombi. Wow, was ist los hier? 1, 2, 3. Also, wo gehst du denn hin, Mädel? 1, 2, 3. Wow, okay, Stiefel. Ja, das ist der Nachteil an Custom Content. Aber ich fand das Kleid so schön, dass ich es trotzdem genommen habe. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn wir einfach nochmal draufdrücken. Die Schuhe passen wenigstens besser.
Lol. Okay, die Frisur, hoffentlich passt die zum Kleid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist das schon wieder das gleiche wie eben? Badekleidung. Jetzt geht's los. Es gibt einen oben, wie schön. 1, 2, 3. Man könnte behaupten, es ist durchsichtig. Untenrum. 1, 2, 3. Okay, es ist eine kurze Hose. Ich bin glücklich. Schuhe hat sie keine, deswegen lassen wir sie weg. Accessoires soll sie meinetwegen behalten. Was ist das für eine Haube? Whatever. Lassen wir weg. Haare. 1, 2, 3. Okay, und das Make-up. 1, 2, 3. Heißes Wetter. Oh, guck mal, ist dasselbe Oberteil. Gleich nicht mehr. 1, 2, 3. Ich sag da nichts mehr zu. Untenrum. 1, 2, 3. Ah, ja. Schuhe, komm, wo sind die Winterboots? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, okay, ja. Nice one, ich liebe Custom-Content. Wehendes Haar. Ganz ehrlich, ich habe eine Story im Kopf gerade. Sie wollte laufen gehen oder was auch immer und es war ein bisschen windig und deswegen hat sie so einen Windbreaker angezogen und die Haare wehen im... Es ist so geil. Okay, Make-up. 1, 2, 3. Boah, sogar das passt. Das ist so nice. Es ist zwar fast ein bisschen zu viel, aber es gefällt mir. Es ist auf jeden Fall ein Look. Nice one. Und zu guter Letzt kaltes Wetter. Obenrum? Nein, es ist schon wieder eine Kombi. Okay, 1, 2. Hi. Oh Gott, war das knapp. Was ist das? Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Schuhe. 1, 2, 3. Das war so knapp. Es sieht zwar nicht gut aus, aber es war so knapp. Runter mit dem Hut. Kaltes Wetter. Die Frisur. 1, 2, 3. Das sieht aus wie... Wow, Leute, wisst ihr... Das sieht aus wie Katzenöhrchen. Also so ein bisschen zumindest. Oh, jetzt ist es wieder cute. Jetzt lass ich's. Make-up. 1, 2, 3. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Gut, das ist also Anetta. Einmal nochmal alle Outfits durchgehen und schon wieder, die Haare sind wieder überall gleich. Fragt mich nicht, warum, außer da. Ich habe keinen Plan. Warum? Auf jeden Fall bekommt die liebe Anetta jetzt ein Bestreben. Ich halte mir wieder die Augen zu und wir sehen, was passiert. Wissen. Oh, da gibt es ein paar mehr. Augen zu. Meistervampirin. Dieser Sim möchte ein weiser und mächtiger Vampir werden. Und wir kommen zu den Merkmalen. 1, 2, 3. Okay, Anetta ist also tanzwütig, nicht kokett und familienbewusst. Würde ich sagen, das prüfen wir doch mal. Wir gehen auf Einsam hinzufügen. Genetikexperimente packen Anetta und Yannick da rein und gucken, was rauskommt. Ich würde sagen, wir sind hier auf männlich, also bleiben wir bei einem Söhnchen und generieren dreimal. 1, 2, 3. Oh, he's so cute. Oh, ist das ein süßer... Oh, ist der süß hier. Oh, ist der knuffig. Oh Gott, ist der süß. Aber wir wollen wissen, wie sieht der Süße in groß aus? Ich, Dulli, habe natürlich wieder total vergessen, aus den beiden Erwachsene zu machen, sodass wir aus diesem kleinen süßen Fratz hier keinen jungen Erwachsenen machen, sondern nur ein Teenager. Das macht aber nichts. Wir lassen uns einfach überraschen. Wie sieht der Kleine aus, wenn er Teenie wird? In 3, 2, 1, go! Was zum Kuckuck? Ich traue mich nicht, den umzudrehen. Ich würde sagen, bevor wir uns den angucken, gucken wir erstmal, wie der heißt. 1, 2, 3. Alex Bauer. Wie siehst du aus? Zeig dich. Oh, okay. Wir skippen jetzt hier einmal ganz kurz durch. So, Alltagsoutfit. Abend. Oh mein Gott. Sport. Und schon wieder hat er Flügel. Wow. Ausgekleidung. Badekleidung. Heißes Wetter. Kaltes Wetter. Okay, so far so good. Also die blauen Haare sind ja okay, aber das heißt, das Ding, das muss definitiv weg. Vielleicht eine Cap? Eine Cap? Oh, nice. Vielleicht nicht gerade in der Farbe, obwohl, warum eigentlich nicht? Ach, wisst ihr was? Ich würde sagen, wenn auch etwas seltsam, aber das ist Alex Bauer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr Bock auf mehr von solchen Dingern habt oder auch auf meine anderen Projekte, dann schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Euer Malvini. Tschüss.